Der Druck auf das IOC und Japan wächst. Max Hato, viermaliger Fecht-Europameister, erklärte am Samstag seinen Verzicht, sollten die Olympischen Spiele in Tokio wie geplant stattfinden. Ja, da fragt man sich als Sportler natürlich, was kann ich dazu beitragen, dass wir möglichst gemeinsam diese Krise wieder in den Griff bekommen, was kann ich tun? Und da war für mich dann eben schnell klar, dass das bedeutet für mich, zu Hause zu bleiben, nicht zu versuchen, auf Teufel komm raus, jetzt an dem geplanten Termin festzuhalten. Dem Beispiel des Deutschen folgt nur einige Stunden später auch das kanadische Olympische Komitee und gibt den Spielen im Sommer 2020 eine Absage. Eine Verschiebung mittlerweile wohl unausweichlich. Das wissen mittlerweile auch die Gastgeber. Der Premierminister hat heute im Parlament gesagt, dass die Athleten im Vordergrund stehen. Sollte eine Organisation der Olympischen Spiele schwierig werden, könnte die Entscheidung, die Spiele zu verschieben, unvermeidbar werden. Da stimme ich ihm vollkommen zu. Ein ganz anderer Ton als noch vor ein paar Tagen, wo es hieß, die Regierung arbeite darauf hin, die Spiele wie geplant durchzuführen. Die Einwohner der japanischen Hauptstadt rechnen jedenfalls nicht mehr mit Olympia in diesem Sommer. Zu groß die Gefahr durch das Coronavirus. Wenn wir an die Athleten denken, die oberste Priorität haben, wird es schwierig, die Spiele wie geplant stattfinden zu lassen. Viel wurde getan, um die Spiele austragen zu dürfen, aber ich denke, wir sollten nicht die Gesundheit der Menschen riskieren. Deshalb deutet jetzt alles auf eine Verschiebung hin. In den Herbst um ein oder sogar zwei Jahre. Eine komplette Absage ist für das IOC und Japan jedenfalls kein Thema. Als Vertreterin des Austragungsortes habe ich immer gesagt, dass eine Absage undenkbar ist, aber auch, dass die Maßnahmen gegen das Coronavirus Vorrang haben, um die Gesundheit und Sicherheit unserer Einwohner zu schützen. Innerhalb der nächsten vier Wochen soll eine Entscheidung fallen. Es wird eine Herausforderung für Athleten, Japan und das IOC.